Der BGL ist heute im Deutschen Bundestag. Bei mir sind zwei Vertreter des Verkehrsausschusses, einmal Herr Schiefner von der SPD, Herr Hohlmeier von der CSU. Unsere Frage an die beiden Experten: Was sind denn die vorrangigen Probleme im Straßengüterverkehr? Herr Schiefner. Erstmal die Wettbewerbsbedingungen, die oftmals auf dem Rücken der Fahrer ausgerichtet werden und deutsche Unternehmen benachteiligen, die auch Fahrer anständig behandeln, vernünftig bezahlen und sie auch nach Hause schicken am Wochenende. Und zum Zweiten halt der Fahrermangel, den wir in der Branche haben. Und da müssen wir unbedingt jetzt auch ganz intensiv alles unternehmen, um diesen Fahrermangel zu beseitigen. Herr Hohlmeier, sehen Sie das genauso? Das kann man voll unterschreiben. Wir arbeiten ja gemeinsam daran, diese Themen voranzubringen und Lösungen zu suchen. Deutschland ist Mobilitätsweltmeister. Davon hängt ja unser Wohlstand ab und deshalb müssen wir gemeinsam versuchen, diese Themen zu beseitigen und auf den Weg zu bringen. Vielen Dank, meine Herren, an die Unternehmer. Die kurze Botschaft, dass hier auch unterschiedliche politische Lager sehr eng zusammenarbeiten und uns bei unseren Problemen unterstützen. Und eventuell schaffen wir es gemeinsam, Lösungen zu finden. Vielen Dank für Ihre Zeit und noch eine gute Woche. Okay.